Oh je. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Ach du. Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? Ja. So schnell werden Schulden zurückgezahlt, ne? Das ohne Verzugszins. Ja. Im Remake heißt es hier 2 gegen 2. Deshalb werden wir auch beide platt machen. Der eine hat natürlich eine beschissene Rüstung, was nicht so geil ist. Oder hier laufen die mal schnell weg. Oder, ja, konnte wohl irgendwie keinen Anlauf nehmen. Oh je. War ganz schön knapp, aber der hört nicht auf. Aber wir sind ihm erstmal entkommen. Und das war ein Schuss ins Leere. Und das auch. Und der hat gesessen. So. Nehmen wir noch ein bisschen hier, seifen wir hier mit der Maschinenpistole ein und dann gehen wir in den Nahkampf. War keine gute Idee. Ich habe wieder nicht aufs Messer geachtet, wie bei unserem Bosskampf damals. Denn wenn das Messer kaputt ist, dann können wir ihn nicht mehr damit zusetzen. Dann nehmen wir nicht automatisch das nächste raus, sondern wird diese Sequenz quasi abgebrochen. Aber gut, ja. Ich glaube, wir kriegen es auch so hin, oder? Oh ne, jetzt. Oh, jetzt ist der andere hinter uns her. Shit. Nicht gut. Hier. Jetzt haben wir wieder so ein fast kaputtes Messer. Komm, Luis, tu mal was. Ja, er lässt sich voll eine auf die Glocke hauen. Und zwar mal so richtig im klassischen Stil, ne? Die beiden bräuchten auch mal so Badelatschen im klassischen Styling. Wird den gut tun. Ah, okay, da ist der... der Plager wieder da. Ja, ich... Ja, okay, haben wir doch noch gekriegt. Da gerade schon irgendwie. So im Lauf funktioniert das nicht. Aber irgendwie haben wir gar keine gute Trefferquote bei ihm. Scheiße. Nee, keine gute Schussposition. Oh, fuck. Jetzt haben wir eine bessere und ich glaube, er ist jetzt down, oder? Er ist erledigt. Sieht gut aus. Ja. Kriegen den Diamanten. Jetzt müssen wir uns noch um den anderen kümmern. Frage ist nur wie. Komm, Luis, lass dir mal was einfallen. Oh, fuck nochmal, ey. Ja, bin ich dabei. Ja, er will uns allein lassen. Wahrscheinlich hat er jetzt doch wieder entdeckt, ja, da ich für Umbrella arbeite, muss ich dir leider in den Rücken fallen oder so. Ja, vielleicht hat er ja wirklich was vor. Es wäre auf jeden Fall... Ja. Das sieht nach einer guten Idee aus. Müssen wir ihn irgendwie nur noch dahin locken. Kriegen wir auch hin. Ja, du hast vergessen anzuzünden. Gut gemacht. Ich habe ein kleines Geschenk für dich mitgebracht. Leon, schieß auf! Ja, habe ich gemacht. Sehr schön. Genau wie geplant. So. Wir wählen mal ein neues Messer aus, damit wir ihm mehr Schaden zufügen können. Reicht, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Ja, komm, das kriegen wir auch noch hin. Machen wir beide platt. Ich habe hier noch nie diese Luke da verwendet, in dem Kampf gegen die beiden.
Oh, scheiße. Und er will mir gerade sagen, das hättest du besser tun sollen. Wir nehmen ein gelbes Kraut, um unsere Lebensenergie weiter zu erhöhen. Verdammt. Nee, den machen wir so platt. Kann sie Gift draufnehmen, Alter. Ja. Das war's für dich. Schick deine Kinder mal zum Zahnarzt. Guter Tipp von mir. Den gibt's gratis. Na gut. Ja, gehen wir auch sofort durch. Aber erstmal wollen wir hier noch ein bisschen abkassieren. Denn in solchen Bossräumen liegt immer viel Zeugs rum. Das ist hier nicht anders. Und wäre ja schade, wenn das alles verkommt, ne? Gut, so jetzt... Ne, wir haben... Doch, wir können Magnum-Munition herstellen. Sehr gut, das wollte ich. Kriegen wir ein paar Patronen mehr. Und, ja. Das ist das Dank des Talismans. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Hinten hatten wir noch was liegen lassen. Dann können wir ansonsten dann von hier fortgehen. Und ich bin genau in der falschen Ecke. Ah ja, eine Handgranate. Ja, das lohnt sich. Und da ist noch ein Fass, das lohnt sich auch. Ein bisschen Geld. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles. So, können wir auch mal die Magnum wieder aufladen. Aufladen. Erstmal laden mit Patronen. Na los. Wie sieht's aus? Okay, ist offen. Ja, gut gemacht. Mann, war das anstrengend. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für Sie heiliger Boden. Hier unten haben Sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Ja, sie hätten ja einfach den Plagas ohne Bernstein hier frei rumlaufen finden können, ne? Oder keine Ahnung, in irgendeinem Fossil drin. Oder sonst was. Ja, hat einfach, der gute Leon hat einfach zu wenig Fantasie. Und das nach all dem, was er bisher erlebt hat. Aber na gut. Gut, gut, gut. Und, ah ja, ich weiß auch schon, was als nächstes ansteht. Das wird auch ein großer Spaß. Aber erstmal machen wir einen gemütlichen Höhlenspaziergang und erholen uns von dieser heftigen Schlacht, die wir gerade geschlagen haben. Aber allzu lange können wir das leider auch nicht, denn da wartet schon der nächste Spaß auf uns. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Nein. Ja. Wir dürfen eine Runde mit einer Lore fahren, in bester Donkey Kong-Manier. Wen nennst du hier Sancho? Ja, den Jaden nennt er Sancho, ne? Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Ist das unter Umständen eine Fangfrage? Naja, im Gegensatz zum Original müssen wir hier auch linken, sonst entgleisen wir. Entgleisen! Gegenlin! Ja, mach ich doch schon lange. Und ja, natürlich werden wir auch später noch hier Besuch kriegen von Freunden. Unternimm was gegen diese Bretter. Und Hindernissen. Hey, und Weichen. Wechsel das Glas. Wenn nicht, sind wir matsch. Ja, das wollen wir mal nicht machen. Matsch werden. Ja, wir haben hier jetzt auch nur die Red 9 von Luis. Luis macht hier leider gar nichts, außer in dem Ding rumhocken. Pass auf. Ja. Und wir können uns auch hier nicht heilen.
Denn ihr seht, die Lore hat eine eigene... ich nenne es mal Haltbarkeitsleiste. Wenn die natürlich abläuft, dann sind wir hinüber. Spoiler-Alarm. Da vorne! Schieß auf die Bretter! Schon gut. Du bist einfach viel zu beliebt. Tja, was soll ich sagen? Nächste ist eine Rechtskurve! Ja, danke für den Hinweis. Bist schon so gut wie der Kommentator aus dem Formel-1-Spiel. Und wie gut, dass an der Lore hier keine Gangschaltung ist, ne? Oh, scheiße, das war zu früh, ne? Sieht nicht gut aus. Nee. Ich hoffe, die Lore hält. Ich hoffe mit dir. Und das war wieder zu früh. Ja, okay, das war gut geschossen. Das auch. Das war ein sehr guter Schuss, der ebenfalls. Also dafür, dass die Musik hier so antreibend ist und Nervenkitzel verursachen soll, fahren wir ziemlich langsam. Fand ich immer irgendwie. Aber gut. So, da vorne ist auch schon unsere Haltestelle. Ja, das lief doch bestens, oder? Kann man absolut nicht meckern. Was das? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Na super. Richtig toll. Genau das, was wir wollten. Noch mehr davon. Ja, war auch ein bisschen zu einfach, oder? Ja, der nächste Abschnitt wird nicht ganz so leicht. Und da warten noch ein paar ungemütlichere Freunde auf uns. Auch welche mit bestimmten Werkzeugen. Ich nenne es mal so. Mit denen wir bislang Probleme hatten. Das war dein Kopf. Und das war genau aufs Dynamit geschossen. Ja, da ist aber immer noch einer. Und das war dein Kopf. Und die Gabel steckt schön da in den Balken fest. Ist auch cool. Hat er sich mal schön da in das Holzstück da mit verrannt, bevor er seinen Kopf verloren hat. Ja, und nochmal. Wir kriegen mehr Kopfschüsse, weil diese Pistole diesen Perk hat, die ja kritische Treffer erhöht. Sage ich gerne nochmal. Für alle, die das aus irgendeinem Grund immer noch nicht wissen. So, und eine Weinkanne, die finden wir ja auch, sage ich gerne auch nochmal. Und da können wir direkt mal, nehmen wir doch hier mal zwei gelbe Diamanten. Können wir die später verkaufen. Hat sich ja schon wieder ein bisschen was an Schätzen angesammelt. Ein rotes Kraut. Was machen wir jetzt? Wir haben nicht viel Schießpulver, das heißt, wir können nicht viel herstellen. Das eigentlich ungern liegen lassen. Kommen wir... Ah doch, wir können sogar Gewehrmunition, war noch da, war noch drin, okay. Können wir doch was herstellen, na gut. Dann will ich mich auch nicht beschweren. So, räumen das nochmal eben um, dass wir hier noch wieder einen freien Slot haben. Und dann sind wir fit soweit hier. Bis die nächsten Freunde bei uns zu Besuch kommen. Und das werden sie spätestens... Wenn wir auf die nächste Lore steigen. Was okay, jetzt der Fall ist. Weiter geht's. Ach, nicht nochmal. Leider doch. Na gut. Auf zum nächsten Tempel des Todes. Oh je. Ja. Spoiler-Alarm. Der Segenfreund ist da. Um uns den Tag zu versauen. Was, er will das gleiche schaffen, was unsere Kumpel... was seine Kumpel schon mit uns geschafft haben. Nämlich uns den Tag versauen. Der kann uns zwar nicht mit einem Schlag töten, aber er kann
mit einem Schlag fast die gesamte Lore zerstören. Dadurch, dass wir jetzt gerade Schaden genommen haben. Oh Gott. Dadurch, dass wir jetzt gerade Schaden genommen haben, ich glaube, das reicht schon aus, dass er mit einem Treffer jetzt die Lore zerstört. Ja, was der so Spaß nennt. Oh Gott. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, Fässer. Schön, wenn da jetzt noch ein paar in der Nähe gestanden hätten. Die einfach mal mitverbrennen und sterben. Leider nicht. Und da ist er wieder. Ja. So, den müssen wir jetzt ein bisschen beschäftigen. Oh Gott. Und die auch noch. Und wir müssen nachladen. Oh, scheiße. Da ist er wieder. Jetzt müssen wir uns um ihn kümmern. Wenn er so neben uns ist, müssen wir ihn so beschäftigen. Ich weiß nicht, ich glaube, töten können wir ihn gar nicht. Ist mir noch nie gelungen. Ich glaube, wir würden auch dann gar nichts für ihn kriegen. Oh, Kacke. Oh, da ist er schon wieder. Ne, der gibt einfach nicht klein. Ey, Scheiße! Das darf nicht wahr sein, ey. Dritter Tod. Wieder durch die Säge. Es ist echt ein Fluch. Es ist echt ein beschissener Fluch langsam. Also nicht mal langsam, es ist einer. Drei Tode. Dreimal durch eine beschissene Säge. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist zumindest konstant drin. Sagen wir es mal so. Das ist so das Einzige. Es ist Konstanz drin, wenn wir sterben. Das heißt aber auch, dass wir durch ihn jetzt höchstwahrscheinlich nochmal sterben können, was ich aber nicht hoffe. Ich glaube, wir hätten nicht so schnell auf ihn ballern sollen. Oh, fuck. Und er hat uns schon wieder erwischt. Aber ja, okay, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte ist es. Aber wir sollten es nicht drauf anlegen. Ja. Ich versuch's. Du könntest ja auch mal auf ihn schießen, oder... Ja, wir haben ja sein Schießeisen. Warum nehmen wir nicht unser Schießeisen und er schießt mit der verdammten Red 9? Anstatt da rumzuhocken. Okay, jetzt haben wir es aber hoffentlich. Zumindest mal, was den Sägenmann angeht. Ja, immer ruhig bleiben. Das lasse ich schon nicht zu, dass wir dadurch sterben. Frag halt. Gute Antwort. Aber eigentlich passt es ganz gut. Komm, wir nehmen den Lift. Ja, und wir sorgen schon mal vor. Ich hab's geahnt. Denn einer... Diese Dinger können sich tarnen. Ja, die kennen wir schon. Einer unserer nächsten Aufträge ist es, dass wir an diesem Ding hier... von diesen Nestern zerstören. Und da können wir schon mal hier ein bisschen vorsorgen. Ja. Ansonsten haben wir mit denen ja schon beste Bekanntschaft gemacht. Und ja, auch hier versuchen sie uns manchmal in Hinterhalte zu locken.
Was hoffentlich nicht. Ah! Ah, gut, Luis ist unser Schild. Was ich gerade sagen wollte, was sie hoffentlich nicht schaffen, uns in Hinterhalte zu locken. Oder höre ich schon wieder jemanden fliegen? Oder direkt über uns. Na super.